Die Woche der Demenz steht vor der Tür und das ist für mich ein guter Anlass, auf dieses Thema auch hier noch einmal hinzuweisen. Wir sind im Bundesdurchschnitt das Land mit der höchsten Altersstruktur und da diese Krankheit oft im hohen Alter auftritt, ist auch die Zahl derjenigen, die diese furchtbare Diagnose in Mecklenburg-Vorpommern bekommt, besonders hoch. Ganz davon abgesehen, dass es für die Betroffenen selbst oft ein schwerer Schicksalsschlag ist, mit einer solchen Diagnose umzugehen, sind es auch die Angehörigen, die Unterstützung und Hilfe brauchen. Oft geht es einfach darum, die Scheu abzubauen, über die Krankheit aufzuklären und aufzuzeigen, wo man Hilfsangebote in Anspruch nehmen kann. Wir setzen in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem auf die Pflegestützpunkte. 17 haben wir im Land und dort finden Sie Ansprechpartner, die auch zum Thema Demenz aufklären können, Informationsmaterial bereithalten, Hilfsangebote weitervermitteln können. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft ist im Moment dabei, in Mecklenburg-Vorpommern ein Kompetenzzentrum für Demenz aufzubauen. Dabei sollen Angehörige, Betroffene, aber auch Ehrenamtler und professionelle Unterstützer miteinander vernetzt werden, voneinander erfahren. Man soll einfach wissen, wo es Hilfsangebote gibt. Nutzen Sie die Aktionswoche, sich zu informieren, die Scheu abzubauen, mit Betroffenen ins Gespräch zu kommen, zu sehen, welche Hilfsangebote es gibt und vielleicht nutzen Sie sogar die Gelegenheit und werden Demenzpartner der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft.